So, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Valorant Fight. Jedes Mal, wenn ich mich hier einlogge, muss ich direkt erstmal 1000 Meldungen wegklicken. Dieses Event ist gerade, dieses Event läuft bald. Jemand braucht deine Hilfe. Du kannst in der Tombola dies und das und jenes gewinnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jedes Mal. Und trotzdem, dass ich es immer wegklicke, kommt es immer wieder. Gut, die Bombe hat auch schon wieder das Hütchen. Von dem Amerika-Dingensen. Warum hat er schon wieder ein Vierer-Ding? Das ist unglaublich. Ich auch. Verdammt. Ich hatte fast ein Vierer-Ding. Fast hatte ich ein Vierer-Ding. Und dann, ja, ihr kennt's ja. Oh Gott, fast eine 5er-Kombo. Aber das ist, Red, das war 1 zu oben, 1 zu weit oben gewesen. Dim, 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 dim. So, ja, irgendwie sieht das ganz schlecht aus gerade. Das Match ist gerade nicht so doll. Ich möchte ein Rematch, bitte. Kommt gar nicht hoch hier, ey. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn sowas von. Holy shit. Wie sehr ich ihn hasse. Ich habe gar nichts gehabt. What the fuck? Nicht mal 105 und nicht mal 160 Defense hier. Gerade mal 150 Defense. Ja, klar, das sind die After-Dinger hier. Die reißen das schon wieder raus. Aber er hat ein SS-Item. 600, okay, schade. Hab gewonnen. Hätte ich ein bisschen mehr Schild gehabt, dann hätten wir durch das vielleicht Gleichstand gehabt. Aber ich mache einen Schaden mehr. 13 AP. Leider nicht ganz so knapp wie sonst immer. Aber naja. Dann geben wir diesen Schwein oft nicht auf den Sack. Ich bin so froh, wenn dieses Event mal nicht mehr stattfindet, weil es einfach nur nervt. Aber weiß man, was soll man sonst mit den Ankern anfangen? Ne? Eigentlich muss so ein Event immer parallel laufen. Sonst hat man mit den Ankern gar nichts zu tun. Ja, übrigens habt ihr gesehen, jetzt nochmal in der tollen Siegesserie. Direkt der erste Kampf. Schon wieder eine Bombe, Alter, wird sich verarschen. Verpisst euch mit euren Bomben, Mann. Ich hasse die Gegner. Also ich hasse die Bomben als Gegner. Ich habe übrigens gerade eine Vierer-Kombo versaut, scheiße. Jetzt hätte, ja genau, jetzt hätte ich genau das gemacht bei diesem Penner. Ja klar, doppelt. Komm, kleiner Wichser. Wo bleiben meine Vierer-Kombos? Also die ich mal nicht verkacke. Das ist so traurig, wenn ich dann immer sehe. Und scheiße, da war gerade eine Vierer-Kombo. Und ich sehe es dummerweise immer. Aber natürlich immer zu spät, ist ja logisch. Yay, da findet die Sabotage nicht statt. Na okay, das waren zu wenig Red hier. Das hat jetzt nicht so wirklich gelohnt, aber wieder ein fairer Kombo. Komm, ich kann die gehen jetzt auch mal bestäuben. Aber hat mir noch nicht viel gebracht. Naja, ob das was wird, weiß ich jetzt nicht. Es ist ja schade, dass er verloren hat gegen Ingrida. Aber was macht der Burger? Ich leg's ja mal an, möchte aber sehen, was der Burger macht. Ui, löse einmal. Neue Daily Challenges? Gleich mal gucken. Ich muss mal echt mal die Uhrzeit merken, wann die Dinger immer resetten. Klaviertasche, denke mal ganz kurz zur Bombe. Hier, genau hier. Ah ja. Für 990 verkaufen, holy shit. Ja, die Klaviertasche ist super, oder? Nice. Dann schauen wir mal, Ereignis. Tägliche Herausforderung. Besiege Red einmal, kämpfe gegen Spieler aus 5 verschiedenen Ländern und wieder 1000 Münzen. Alter, guck, ein bisschen länger bitte hier unten, ne? Im Marathon wird Red dann bald noch laufen. Besiege Red einmal, kriegen wir hin, oder? Red kriegen wir hin, den zu besiegen. Wird möglich sein. Und hier 5 verschiedene Länder, gut, da kann ich ja keinen Einfluss aufnehmen. Ey, kann ich mal aufhören, jetzt gegen Bombe zu kämpfen, Mann? Das geht mir auf den Sack. Das ist ja ätzend. Hier, komm. Nimm das. Nimm das, nimm das. So, kommt der hier. Mehr. Mehr Kombos. Das sieht gar nicht so gut aus. Ja, doch, doch, doch. Ja, wunderbar. Mm, das gefällt dir doch, oder, Gegner? Mm. Ich hasse jeden, der Bombe spielt. Also, außer mich natürlich. So, gehen jetzt wieder bestäubt und nochmal bestäubt. Komm her hier. Boah, jetzt geht's aber ab. Jetzt bin ich richtig ragig gewesen auf den Gegner hier. Dafür kann er doch gar nichts. Der hat ein Laserschwert. Doch, dafür kann er jetzt doch was. Er hat ein Laserschwert.
Was? Der hat doch nicht eine einzige Bombe ausgelöst. Eine einzige Sabotage. What? Da seht ihr mal, was Items ausmachen. Holy shit. Der hat nicht eine... Kannst du mir nicht erzählen, dass das alles durch normale Kombinationen gewesen ist? Das ist sowas von krasse SS-Items. What the fuck, ey? Klar, gönnt ihr mehr Echtgeld. What the fuck? Alter. Okay. Red, vielen Dank. Birds 971, du hast mir den Tag gerettet. Ich danke dir. Ey, trotz dass ich gerade richtig krasse Kombination hatte, hat er dennoch gewonnen. Die macht der Echtgeld-Items. Also, Echtgeld kann man natürlich auch so erhalten, aber großteils sind halt Echtgeld-Items. Ist halt so. Die man sich via Echtgeld kaufen könnte mit den Edelsteinen durch die Tombola halt. Da kann keiner was gegen sagen. Ja, okay, das finde ich noch am akzeptabelsten. Okay, jetzt reicht's aber. Ja, ich kann ja nichts machen. Die ganzen anderen Dinger sind fast nicht möglich, weil, keine Ahnung, scheiße. Ja, yeah, keine Züge möglich, war ja klar. Ja, noch eine Mathilde. Panikklicken noch bekommen. So, mehr Kombinationen. Schade. Ja, macht auch wieder 200 Schaden? Nee. Nee, sein Schwert ist auch nicht so, kein SS-Item. Dieses Schwert, das habe ich schon öfters gesehen. Das war nicht so stark. Alter, war ja echt abartig, ey. Holy shit. Das ist ja nicht normal. So, jetzt kommen wir wieder Fight-Punkte dazu. Dankeschön, 45 Fight-Punkte, 40 Fight-Punkte dadurch. Sehr schön. Gelegenes Kampf mal 4. Das gesamte Feld ist scheiße. Oh mein Gott. Hat jemand mal ein schlechteres Feld am Anfang gesehen? Stella hat es noch so ein bisschen gerissen, aber naja. Nein, da, nein. Scheiße, meine Vierer-Kombo von Red wurde negiert. Scheiß System. Naja, das da bitte, das war eins von denen da. Jetzt hätte ich die Bombe weggenommen. Oh Mann. Zwei Vierer-Kombinationen wären hier gewesen. Naja. So, ich habe gewonnen, weil ich mehr Schild und mehr Schaden über die Zeit habe. Ja. Win! So, jetzt sollten wir, glaube ich, auch gleich die letzte Herausforderung geschafft haben. Ja. 57 Fight-Punkte. Origami-Hut, die kann man verkaufen für 410. Ja, können wir. Und da haben wir die 50 Fight-Punkte bekommen und die 1000 Münzen bekommen wir jetzt ebenfalls. Hi, Red. Ist ja ein Stück näher zum Diamanten gesprungen. Na, dann steht es ja, verbinde 5 Kacheln im Rasen auslösen. Angriff und Verteidigung werden verdoppelt. Ah, je länger die Siege, desto mehr Kampfpunkte. Das ist interessant. Muss ich gar nicht. Je länger die Siege, desto mehr Kampfpunkte. Naja, naja. Erst, ne, wollte schon sagen, erst offline, aber ne, hat gerade noch die Kurve bekommen. Scheiße! Schon wieder in die Vierer-Kombo versaut. Bam! Der kriegt aber auch ordentlich ganz Punkte, wie er so wieder rumspringt und rumhüpft, kriegt der ganz ordentlich Punkte gerade. Da war eine fucking Vierer-Kombo, das ist unglaublich. Bam! Wusch! Naja. Das war ja nochmal ganz ordentlich, würde ich meinen. Jo.
Sieht ganz okay. Der ist ein bisschen am rumlegen, der Typ. Ah, okay, offline. Doch offline. Hab ich ja gerade gesagt. Spielt bestimmt vom Handy aus. Sehr schön. Haben wir noch Energie? Ich glaube, wir haben ja eine Energie. Füllt sich dann immer wieder auf nach den 10 Minuten, die wir gerade erreicht haben. Alle 5 Minuten ja eine Energie. Auch schon wieder einer. Hätten wir doch nicht immer gekämpft. Gegen Matthew. Hi, Matthew. Was geht ab, Matthew? Hör auf, mit deiner Bombe rumzustauben. Oh, wo sind denn die Vierer-Kombinationen? Ich brauche sie eher als er. Aber die wollen nicht so recht kommen, ne? Gott, ist das schlecht. Ist das bad? Aha, da war eine Vierer-Kombo. Naja. Da wäre wieder eine Vierer-Kombo gewesen. Nun gut. Jetzt nicht mehr. Na, Bombe. 211 Defense. Mal schauen, wie viel Schaden er macht. Ich meine, wir haben das gleiche Item. Aber ich habe ein paar mehr Schadenspunkte mehr gesammelt. Okay, also lag es wirklich nur. Fast sind wir gleich. Ja, gut, wir haben die gleiche Waffe natürlich. Deswegen machen wir fast gleichen Schaden. Wenn das Level jetzt noch übereinstimmt. Und die Fähigkeiten, je nachdem, was er für Fähigkeiten hatte, macht mehr Schaden lieber Bombe oder so. Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir jetzt mal den Ereignissen nach. Was hier so abläuft. Hier, wem sollte man helfen? Genau, dem hier, Level 46er, hat noch 6 Stunden Zeit. Wenn wir trotzdem mal beihelfen hier. Und dann die restlichen beiden Anker, denke ich mal, für unser Schweinchen benutzen. Bam. Oh, Zeit schon vorbei. Ist ja irre. Ist ja irre. Naja, ein bisschen HP werden wir abziehen. Ein bisschen geholfen haben wir sicherlich. Ja, 2100 HP, ist doch super. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Hatte 10 Erfahrung, wow. Hier sind die Tipps jedes Mal, die ich immer wegklicke beim Login. So, gehen wir zum nächsten, also zu meinem. 5200 HP. Krieg ich es runter oder krieg ich es nicht runter alleine? Musste wirklich schon ein guter Run sein, wenn ich den runterkriegen soll allein. Mal schauen. Na ja, stimmt, wir sind ja jetzt wieder Red, ey, wir sind jetzt wieder die Blauen und gar nicht die Bombe. Naja, einige Chuck-Dinger waren auch noch übrig, die man hätte kombinieren können. Aber ich meine, 2000 Defense haben wir dazu. Boah, wir haben die sogar down bekommen. Ist ja heftig, ey. Das war wirklich ein guter Run. 29 Erfahrungen für den Captain, 26 für seine Crew. Na? Pünktchen her. Gut, dann werden wir doch noch den angreifen. Vielleicht kriegen wir hier auch noch ein bisschen was runter. Ich meine, der hat zwar immer noch 5 Stunden, 10 Minuten Zeit dafür. Ja. Wir werden ihm dennoch ein bisschen helfen. Chucky!
Wir brauchen ein paar mehr blaue Kombinationen, wäre ganz cool. Ein bisschen mehr Schaden kriegen. Ein bisschen mehr primären Schaden. Naja, das war jetzt nicht so toll. Naja. Nochmal 2000 Schaden weg. Das heißt, ich habe 4000 Schaden mit diesem Gegner bisher gemacht. Das heißt, wenn er jetzt selber nicht angreift, bin ich wahrscheinlich der, der den besten Schaden gemacht hat. Cool, oder? Ja, muss es sein. Wenn er jetzt nicht mehr angreift, dann habe ich den besten Schaden an diesem Schwein verursacht. 236 Punkte, die uns noch fehlen. Für die 3000. Das sind solche Suchtis in der Angst. Holy shit, ey. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was haben wir denn hier? Ach ja, genau, 1000 Münzen noch. Ja, damit. War's das gewesen mit einer weiteren Folge von Angry Birds Fight. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.